Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einer Unterstützung für das Heimkino. Genauer gesagt geht es um eine Soundbar von der Firma Sharp. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Vielen Leuten ist guter Sound in ihren eigenen vier Wänden sehr wichtig. Eine einfache Möglichkeit, um den Sound zu verbessern, sind Soundbars. Deshalb haben wir externe Testberichte ausgewertet und Recherchen zur Sharp HT-SBW 182 Soundbar getätigt. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr, je nach Angebotszeitraum, auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Bei dieser Soundbar handelt es sich um ein 2.1 Gerät, also um eine Kombination aus zwei Lautsprechern und einem Subwoofer. Das Modell ist dabei für alle TVs geeignet. Der Sound wird mit einer Stärke von 160 Watt erzeugt und bringt so optimale Klangqualität in die eigenen vier Wände. Zusätzlich bringt das System praktische EQ-Einstellungen mit, die Qualität von Nachrichten, Film und Musik zusätzlich noch weiter verbessern. Ein weiterer Vorteil sind die flexiblen Anschlüsse und die komfortable Bedienung. Das Gerät kann kabellos über Bluetooth verbunden werden oder auch über Kabel. Dazu stehen sowohl HDMI als auch Klinkenanschlüsse bereit. Bedienen kann man die Soundbar über die mitgelieferte Fernbedienung, die Tasten am Gerät oder auch mit der TV-Fernbedienung über den HDMI-Anschluss. Bei unserer Recherche schauen wir nicht nur nach den Eigenschaften der Produkte, sondern auch nach dem Preis. Aus diesem Grund haben wir in der Infobox unter dem Video das Angebot mit dem besten Preis für diese Soundbar von Sharp verlinkt. Interessiert man sich für dieses Modell, so lohnt sich der Klick auf den Link in jedem Fall. Zu erwähnen ist ebenfalls das ultradünne und hochwertige Design. Grundsätzlich sind die beiden Elemente, also die Soundbar und der Subwoofer, voneinander getrennt. Daher hat man schon eine gewisse Flexibilität beim Aufbau. Beide Komponenten haben zudem eine hochwertige und mattschwarze Oberfläche und fügen sich dank des extrem modernen Designs problemlos in die Optik der übrigen Einrichtung ein. Das Produkt lässt sich somit perfekt vor dem Fernseher platzieren, der drahtlose Subwoofer kann zudem bis zu 6 Meter von der Soundbar entfernt aufgestellt werden. Die Maße der Soundbar belaufen sich auf 74 cm in der Länge, 8,1 cm in der Breite und 6,3 cm in der Höhe. Der Subwoofer ist 15 cm lang, 20 cm breit und 25 cm hoch. Es zeigt sich somit an den Maßen, dass man wirklich keine Platzprobleme mit diesen beiden Stücken bekommt. Falls der Fernseher an einer ungünstigen Position aufgebaut ist oder an der Wand hängt, dann kann man das Produkt ebenfalls auch an der Wand aufhängen. Überzeugen kann das Modell dazu mit seiner eleganten und modernen Optik. Es passt sich nicht nur aufgrund seiner Größe optimal an die umliegende Einrichtung an, sondern auch dadurch, dass es in einem unauffälligen Schwarz gehalten wurde. Es zieht somit keine negativen Blicke auf sich und fällt nicht negativ in der Raumoptik auf. Insgesamt zeigt sich, dass es sich bei dieser Soundbar um ein gutes Produkt handelt, wenn man mit geringem Aufwand eine bessere Klangqualität in seinem Zuhause möchte. Durch die vielen verschiedenen Anschlüsse kann man nicht nur den Fernseher, sondern auch das Handy anschließen und so beispielsweise Musik abspielen. Der Sound wird mit ordentlicher Leistung erzeugt und durch die Trennung von Lautsprecher und Subwoofer wird die Qualität zusätzlich verbessert. Abgerundet wird das Paket durch eine ansprechende Optik. Ich hoffe, dass wir euer Interesse für das hier vorgestellte Produkt geweckt haben. Falls ja, dann findet ihr mit dem Link unter dem Video das beste Angebot zu dieser Soundbar. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.